Wenn du Immobilien hier in den USA kaufen würdest, wo würdest du starten? In diesem Video vergleiche ich zwei sehr unterschiedliche Immobilienmärkte, und zwar Austin in Texas und Philadelphia in Pennsylvania an der Ostküste der USA. Beide Städte haben ein starkes Wachstum ihrer Immobilienmärkte in den letzten Jahren erlebt. Das ist zurückzuführen auf kulturelle Vielfalt, eine Attraktivität, das Leben, der Lebensqualität in diesen Städten, aber natürlich auch durch Technologie, die zugewandert ist, also Firmen, die sich da angesiedelt haben und ähnliches. In diesem Video geht es aber nicht darum zu sagen, welche ist die bessere Stadt zum darin leben. In diesem Video geht es darum zu sagen, welcher Immobilienmarkt ist der rentablere für Investoren. Schauen wir uns das an. Let's get into it. Der Lukas Schauer, auf meinem Kanal hier geht es rund um das Thema Immobilien hier in den USA. Dabei bekommst du Informationen von mir aus erster Hand, denn ich bin selber hier on the ground Immobilieninvestor. Das heißt, gemeinsam mit meinem Team und Co-Investoren kaufen, renovieren und vermieten wir hier Objekte im Großraum Philly. Gleich vorab, in diesem Video geht es um Investitionsstandorte und nicht, welche Stadt ist die coolere zum darin leben und welche Stadt hat die attraktivere Musikszene. Das ist es bei weitem nicht, das ist kein Reiseblog oder sonstiges. Hier geht es knallhart um Cashflow. Also in welcher Stadt lohnt sich eine Immobilieninvestition aus europäischer Sicht mehr? Beginnen wir unseren Städtevergleich mit Philadelphia. Philadelphia ist die alte Hauptstadt der USA, hat ein Einzugsgebiet von 6,5 Millionen Menschen und ist somit die sechstgrößte Stadt der USA. Die Stadt hat eine Menge Geschichte. Wo ist die alte Hauptstadt? Du hast die Independence Hall, da wurde die Unabhängigkeitserklärung unterschrieben. Du hast eine florierende Altstadt. Du hast jede Menge Sehenswürdigkeiten, das heißt, die Stadt hat eine Geschichte. Hinzu kam in den letzten Jahren ein Boom im Technologiesektor, das heißt, große Firmen haben sich hier angesiedelt. Und auch im Gesundheitswesen hat die Stadt einen Boom. Also du hast eine Menge Universitäten, die sich spezialisiert haben auf Medizin. Die sind hier in der Stadt und das ist sozusagen das wirtschaftliche Rückgrat der Stadt jetzt inzwischen geworden. Und deswegen ist der Immobilienmarkt auch hier in den letzten Jahren stark gewachsen. Im Vergleich mit anderen Großstädten hier in den USA als sechstgrößte Stadt ist der Immobilienmarkt in Philly noch vergleichsweise günstig. Also wenn du dir andere Sachen anschaust, wie zum Beispiel New York, San Diego, San Francisco und so weiter und so fort, da ist Philadelphia noch sehr, sehr günstig. Und günstig heißt in diesem Fall für Investoren sehr attraktiv. Austin hingegen ist eine Stadt, die ist bekannt für ihre kreative Musikszene und eine lebendige Kultur. Auch diese Stadt ist in den letzten Jahren krass gewachsen, noch viel krasser als Philadelphia. In Austin oder in ganz Texas sind die ganzen Unternehmen und Persönlichkeiten, die aus Kalifornien aufgrund von Steuervorteilen und Regularien weggegangen sind, die sind eben nach Texas gegangen und ein Großteil davon nach Austin. Also in Austin hast du zum Beispiel auch einen großen Fußabdruck von Google, Indeed und anderen Firmen. Das heißt, auch der Immobilienmarkt in Austin ist in den letzten Jahren krass gewachsen. Viel krasser als in Philadelphia. Das wirst du nachher noch sehen. Da schauen wir uns eine Grafik an. Da siehst du, dass Austin richtiger Ausreißer ist im nationalen Vergleich der großen Städte hier in den USA. Das hat natürlich dazu geführt, dass Austin mittlerweile eine der teuersten Städte hier der USA ist, im Schnitt. Und ja, das macht es als Immobilienmarkt relativ unattraktiv. Wie kann man jetzt in den USA zwei Regionen hinsichtlich ihrer Immobilienmärkte messbar vergleichen? Bisher waren das ja alles nur Aussagen von mir. Philadelphia ist toll, ja klar, ich lebe hier. Austin ist nicht so toll oder ist teuer, weil ich lebe nicht da. So, das könnte man jetzt denken. Also brauchen wir irgendwas Neutrales, irgendeine Aussage, die uns messbar hilft, die zwei Regionen zu vergleichen. Und dazu ziehen wir uns die Daten von Redfin, redfin.com und von Zillow, zillow.com. Das heißt, bei Redfin ziehen wir uns die Verkaufspreise der letzten Monate und bei Zillow ziehen wir uns die Mietpreise der letzten Monate. Und aus den beiden Werten ergibt sich ein Vergleichswert, mit dem wir die Regionen wirklich messbar vergleichen können. Beide Links zu den Datenquellen setze ich dir natürlich in die Beschreibung unter das Video. Da kannst du dir selber die Zahlen nochmal ziehen, herleiten und versuchen nachzuvollziehen, was wir jetzt hier gleich berechnen werden. Als messbare Vergleichsgrößen nehmen wir den Medianpreis und für die Mieten das Mietpreisniveau in beiden Städten im Vergleich. Fangen wir an mit dem Medianpreis. Der Medianpreis, das ist ein Wert, das ist genau der Wert, bei dem 50% der Häuser, die in diesem Zeitraum verkauft wurden, teurer waren als der Medianpreis und 50% günstiger waren als der Medianpreis. Und das ist unser Vergleichswert, den wir uns jetzt für beide Städte erstmal ziehen werden. Was du jetzt siehst, ist das Redfin Data Center. Das ist ein ziemlich mächtiges Tool. Das heißt, hier kannst du jede Menge Informationen über den US-Immobilienmarkt stets aktualisiert rausfinden. Du kannst jede Menge Regionen vergleichen. Also wenn du da Wünsche oder Fragen hast, schreib es mir am besten mal in die Kommentare, welche Regionen dich interessieren, welche Regionen ich mal vergleichen soll. Dann gibt es dazu ein Video. Zurück zu unseren beiden Beispielregionen hier, nämlich Austin in Texas und Philadelphia. Wie kriegt man das jetzt raus? Ganz einfach. Das scrollst du hier ganz nach unten, dann hast du hier den Redfin Monthly Housing
Market Data Übersichtsdingens. Hier drin kannst du auf jeden Fall eine Menge Informationen schon sehen. Also hier siehst du der nationale Vergleich, das ist das Rote, und jede Menge Regionen. Hier machen wir erstmal sauber. Die ganzen Regionen, die uns nicht interessieren, sind zum Beispiel in diesem Fall Washington DC. Boston lassen wir auch raus. Jetzt fehlt noch Austin. Genau, das heißt, da gehen wir oben einfach auf die Region und sagen hier Austin. Und wir nehmen die Metropolregion in Austin, Texas. Also nicht Minnesota oder was auch immer, sondern Austin, Texas, Metro Area. Und hier siehst du jetzt, dass Austin die letzten Jahre einen ziemlichen Boom erlebt hat. Also hier kannst du zum Beispiel April 2022 sehen, dass der Median-Verkaufspreis bei $555.000 war. Der nationale Vergleich sagt 433.000. Und hier unten in Philly, ja, da waren wir zum selben Zeitpunkt bei 297.000. Das heißt, in den letzten 2 Jahren ist der Immobilienmarkt in Austin durch die Decke gegangen. Aber hey, was hochgeht, geht auch wieder runter oder kommt auch wieder runter. Und in diesem Fall sind wir gerade dabei. Du siehst es hier, der Markt ging gerade krass nach unten. Hier gibt es eine kleine Spitze, das ist aber saisonal bedingt. Hier in den USA ist der Immobilienmarkt stark saisonabhängig. Das heißt, zwischen Mai und August, da finden die Immobilientransaktionen statt. Und deswegen siehst du auch hier diesen kleinen Peak nochmal. Was interessiert uns hier eigentlich? Wir nehmen den Februar 2023 als Vergleichsmonat und hier haben wir 235.000 als Median-Verkaufspreis in Philly versus 439.000, also 440.000 in Austin. Das sind die zwei Werte, die wir jetzt hier mitnehmen und in unseren weiteren Berechnungen auch benutzen werden. Wie gesagt, wenn dich das hier interessiert, schau dir einfach mal den Link unter dem Video an, geh zum Data Center und mach deine Auswertungen. Du siehst, im Jahr 2023, jetzt im Februar, März, liegt der Medianpreis für Philadelphia bei $235.000, was im Vergleich zu anderen Großstädten verdammt günstig ist. Der Medianpreis von Texas hingegen, also Austin, Texas, der liegt bei $439.000. Das ist fast das Doppelte im Vergleich zu Philadelphia. Jetzt stellt sich die Frage, wenn der Kaufpreis doppelt so hoch ist wie Philadelphia, spiegelt sich dieser Wert auch in den Mieten wieder? Schauen wir uns an. Dazu ziehen wir uns die Daten von Zillow.com. Bei Zillow kriegen wir den Mietspiegel sozusagen für die gesamte USA und verschiedene Regionen aufgeteilt zum Download zur Verfügung gestellt. Das heißt, hier kriegen wir es nicht so schön angezeigt wie in der Übersicht bei Redfin, aber nichtsdestotrotz, die Information ist dieselbe, wir müssen sie uns nur ziehen und aufbereiten. Und das machen wir jetzt mal. Das heißt, du scrollst ganz einfach hier runter zu den Rentals, dann hast du hier diesen ZORI, also den Zillow Observed Rent Index. ZORI-Methodologie kann man sich drüber streiten, aber wenn du da Details wissen möchtest, schau einfach mal hier, da haben sie das Ganze erklärt. Den Link zu dieser Seite, den findest du natürlich auch in der Beschreibung unter diesem Video. Also, wir wollen den ZORI, wir wollen für die USA das Ganze zum Download. Hier haben wir jetzt alle Daten, die wir brauchen und bereiten die einfach mal auf, so dass wir die für Austin und für Philadelphia verwerten können. Los geht's. Jetzt nehmen wir die ganzen Daten, die uns Zillow geliefert hat. Fügen die hier in ein Excel ein, beziehungsweise in diesem Fall ist es ein Google Sheets Tool. Und bauen hier noch ein bisschen um. So, machen wir hier oben noch einen Filter drüber. Machen das hier noch ein bisschen größer, kleine Formatanpassungen. Und dann können wir damit schon arbeiten. So, unser Filter, für den wir uns jetzt hier interessieren, ist eigentlich nichts weiter aus Austin in Texas. Und Philadelphia in Pennsylvania. Und da haben wir unsere Ergebnisse. Was du hier siehst, sind die Mietpreise rückwirkend bis 2015. Also falls du da mal Statistiken aufstellen möchtest und dich da informieren möchtest, wie sich die Mietpreise hier in den USA entwickelt haben, das ist dein Tool. Aber das ist hier Vergangenheitsbewältigung. 2015 interessiert uns in diesem Video jetzt nicht. Uns interessiert jetzt der Februar 2023. Dazu nehmen wir den hier. Und hier siehst du auch, dass der Mietpreis, jetzt habe ich es gerade vergessen, oben war Philadelphia. Ja, genau, na klar. Dass der Mietpreis im Februar in Philadelphia $1,818 war und im Vergleich dazu in Austin, again, bei doppeltem Kaufpreis, $1,837 plus Betrug. Das heißt, du hast zwar den doppelten Kaufpreis, aber hast gerade mal $20 im Monat Preisunterschied bei den Mieten.
Ja, eher nicht so gut, ne? Eine kleine Information zu den Werten hier, die können sich auch noch ändern. Also Redfin und Zillow verarbeiten die ganze Zeitdaten. Das heißt, Vermietdaten werden die ganze Zeit nachverarbeitet, kommen immer rein. Das heißt, diese Preise hier können immer noch ein bisschen schwanken rückwirkend. Die 2015-Preise, die schwanken natürlich nicht mehr, aber hier geht es immer mal noch 10 Dollar hoch, 10 Dollar runter, je nachdem, wie die Mietpreise eintrudeln und die Informationen bei den beiden Portalen verarbeitet werden. Von daher, wenn die Information hier nicht ganz 100% stimmt, auf den Cent genau, kann passieren, ist eben noch Moving Data. Schauen wir uns die Mietpreise in Philadelphia an. Du siehst, der Mietpreis für Philadelphia, für die Großraummetropolregion Philadelphia, liegt im Schnitt bei ca. 1800 Dollar. 1800 Dollar bei 235.000 Medianpreis. Austin, wir wissen, hat 439.000 Dollar Medianpreis gehabt. Und die Mieten, spiegeln die Mieten den erhöhten Kaufpreis auch wieder? Nein, die Mieten für Austin liegen auch bei 1800, 1850 Dollar, irgendwo dazwischen. Das heißt, der Mehrpreis, den du bei Häusern im Kauf bezahlst, den kriegst du nicht über die Mieten in Austin wieder rein. Ein Überschlagswert, um die Rentabilität oder die Rendite einer Immobilie zu berechnen, ist der sogenannte Faktor oder auch Multiple. Hier in den USA ist dieser Wert bekannt unter GRM, also Gross Rental Multiplier, und der heißt nichts anderes als der Kaufpreis durch die gesamte Jahresbruttomiete. Das ist der Faktor, in dem sich die Investition amortisiert. Grob überschlagen. Natürlich ist das alles mega, mega brutto. Da wird noch eine Menge abgezogen, aber es gibt einen Vergleichswert in den Regionen. Setzen wir einfach mal die Zahlen ein für Austin in Texas. Hier haben wir 439.000 geteilt durch 1816 mal 12 Monate ergibt 20,1 Jahre. Das heißt, der Faktor für die Region Austin ist 20,1. Ist das jetzt viel? Schauen wir es uns im Vergleich an mit Philadelphia. Für Philadelphia tragen wir dieselben Zahlen ein. 235.000 war unser Medianpreis. 1795 war die Miete mal 12 Monate ergibt 10,9, na runden wir auf, 11 Jahre. 11 Jahre ist der Faktor für Philadelphia, 20,1 für Austin. Jetzt kann man natürlich auch die Renditen berechnen. Das heißt, wir drehen das Ganze um. Wir nehmen die Jahresbruttomiete geteilt durch die Investition. Da sind wir bei 5% Rendite in Austin und bei 9,2% Bruttorendite in Philadelphia. Um dir jetzt ein Gefühl zu geben, ob das viel oder wenig ist im internationalen Vergleich, schauen wir uns noch Berlin an. Für Berlin habe ich die Daten von Miete aktuell gezogen und hier haben wir eine Auswertung. Der Kaufpreisfaktor für Berlin beträgt 31 Jahre und die Mietrendite lediglich 3,23%. Also hier in den USA gibt es aktuell auf dem Tagesgeld schon über 4% Zinsen. Das heißt, die Investitionen in Berliner Immobilien aktuell schwierig. Du siehst im internationalen Vergleich Berlin 30 Jahre und in dem Fall sogar 31 Jahre ist der Faktor. Austin 20,1 Jahre und Philadelphia 10,9 Jahre. Das ist doch schon mal eine Aussage. 3% Rendite in Berlin versus 9% Rendite brutto in Philadelphia. Was meinst denn du? Wo würdest du investieren? Wie bereits erwähnt, das sind Bruttowerte. Das heißt, von diesen Werten geht noch Versicherung, Steuern, Instandhaltung, Hausverwaltung und ähnliches ab. Aber wenn du bei 3% Rendite in Berlin diese ganzen Sachen noch abziehen musst, da bleibt nicht viel übrig. Das heißt, der Nettowert in Berlin, der ist eher traurig. Hier in Philadelphia schaut es ganz anders aus. Von daher, aus meiner Sicht, hast du in Philadelphia deine Immobilieninvestition dreimal schneller drin als in Berlin. Klingt doch spannend, oder? Was meinst du? Schreib mir das mal in die Kommentare. Zusammenfassend lässt sich jetzt nun sagen, Austin hat eine hohe Attraktivität. Klar, Philadelphia hat auch eine hohe Attraktivität. Aber in Bezug auf den Immobilienmarkt ist Philadelphia einfach der attraktivere Standort. Du hast einen geringeren Kaufpreis bei derselben Miete. Das heißt, die Rendite ist automatisch viel höher in Philadelphia. Wenn dir jetzt das Thema Immobilien gefällt, das Video dir gefallen hat, dann lässt mir auf jeden Fall ein Like da, ein Abo, falls du es noch nicht gemacht hast. Und am besten schickst du das Video noch an jemanden, der sich auch für Immobilien und hier besonders US-Immobilien interessiert. Jetzt danke ich dir für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.